Die Band Måneskin hat den Eurovision Song Contest für Italien gewonnen. Die Rockformation setzte sich in Rotterdam gegen die Interpreten aus der Schweiz und Frankreich durch. Der deutsche Teilnehmer Jendrik landete auf dem 25. und damit vorletzten Platz. 3.500 auf das Coronavirus getestete Zuschauer im Saal sowie etwa 200 Millionen Menschen vor den TV-Geräten sahen eine bunte Mischung aus Pop, Rock, Balladen und Chansons. Die italienische Band Måneskin gewinnt den Eurovision Song Contest. Da fließen sogar bei den Rockern die Tränen. Italien schickt traditionell den Gewinner des Sanremo Festivals und hat so vor 31 Jahren zum letzten Mal den Song Contest gewonnen. Wir sagen es Europa, wir sagen es der Welt, Rock'n'Roll wird nie sterben. Ihr Rocktitel City e Buoni, übersetzt Still und Brav, hat im Vorfeld bereits den Preis für den besten Songtext gewonnen. Deutschlands Teilnehmer Jendrik erreichte den vorletzten Platz. Schon lange war kein Songcontest mehr so vielfältig wie in diesem Jahr. Vom russischen Rap über glitzernden Balkan-Pop mit Windmaschine, herzzerreißenden Balladen bis hin zu ukrainischem Schreigesang, einer besonderen Kunstform, gab es alles im Angebot. Der Eurovision Song Contest in Rotterdam, eine bombastische Show, die auch technisch neue Maßstäbe setzte. Damit weiter zu meiner Kollegin Gudrun Engel, die ja schon seit Tagen für uns aus Rotterdam berichtet. Ja, viel Hoffnung auf einen der vorderen Plätze hätte man sich für den deutschen Beitrag von Jendrik ja sowieso nicht gemacht. Aber der vorletzte Platz, der musste es ja vielleicht auch nicht sein. Wie ist denn die Stimmung bei der deutschen Delegation heute? Ja, gemischt würde ich sagen. Also Jendrik selbst, der war ganz euphorisch, auch nach seinem Auftritt und auch danach bei den Pressekonferenzen. Weil er hat ja gesagt, sein großer Traum war immer einmal beim ESC dabei zu sein. Den hat er verwirklicht. Er hat ja nicht gesagt, er will ihn auch gewinnen. Also bei Jendrik war die Stimmung super. Er hat sein eigenes Lied singen können. Er konnte sich präsentieren auf der großen Bühne. Deswegen ist er sehr zufrieden. Bei der Delegation gab es schon das ein oder andere lange Gesicht. Denn natürlich hatte man sich mehr erhofft als den vorletzten Platz. Das ist ja quasi das gleiche Ergebnis wie beim letzten Eurovision Song Contest 2019 auch. Das heißt, da hatte man schon mit ein bisschen mehr gehofft. Stellt sich danach natürlich immer die Frage, hat man eine Ahnung, warum Jendrik so schlecht abgeschnitten hat? Naja, da werden jetzt viele Experten viel zu sagen. Mein persönlicher Eindruck war nach den ganzen Proben in der Halle auch, dass tatsächlich die anderen alle sehr viel stimmgewaltiger waren. Also Jendrik kommt ja vom Musical, der ist eigentlich ein Tänzer, der hat ja auch eine Steppeinlage da drinne und einen sehr, sehr schnellen Text. Der wirkte auf einige Journalisten auch ein bisschen konfus, also der Text jetzt. Und deswegen wirkte das Ganze zwar sehr lustig, sehr spaßig, aber ein bisschen dünner als die anderen Performances. Und dann muss man ja auch sagen, in diesem Jahr war ja der Wettbewerb so vielfältig wie selten. Also eine Zeit lang war ja der ESC immer irgendwie Glitzer-Pop mit Windmaschine, aber in diesem Jahr gab es wirklich sehr viele, sehr unterschiedliche Angebote. Es gab sehr klassischen französischen Chansongesang, dann gab es eben sehr viel Rock bei den Gewinnern aus Italien und eben auch bei Finnland. Und es gab sehr viele Sänger, die sich auch wieder darauf besonnen haben, in ihrer eigenen Landessprache zu singen und das anzubieten. So hat beispielsweise ja der Niederländer ins Ranantongo gesungen, in der Kreolsprache von Suriname, wo er eigentlich herstammt. Also das Angebot war dieses Jahr einfach sehr, sehr breit und deswegen haben sich einfach sehr, sehr wenige dann für dieses Spaßlied aus Deutschland entschieden. Wobei man ja auf der anderen Seite sagen muss, dass der Beitrag aus Italien zunächst ja auch nicht wie der sichere Sieger wirkte. Warum kam er dann aber trotzdem so gut beim Publikum an? Na, zu Italien muss man sagen, dass die Italiener immer zum Eurovision Song Contest schon den Gewinner des Sanremo Festivals schicken. Und zwar ganz egal, ob da jemand gewonnen hat, der jetzt eben Oper singt oder
Pop oder eben wie in diesem Fall Rock spielt. Das heißt, die Band, die hier anreist für Italien, die sind in ihrem eigenen Land immer schon Superstars und haben eine große Fanbase und sind schon sehr, sehr bekannt. Und dann hatte man eben einfach auch das Gefühl, dass die hier auf die Bühne gegangen sind und ein wirkliches Feuerwerk abgezogen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Feuer, mit eben wirklich viel Musik. Und das war eben auch das Lied, was im Vorfeld schon bei den Buchmachern ganz weit vorne lag. Und das war vielleicht schon auch so ein bisschen so eine Vorhersehung. Und dann haben sich offensichtlich die meisten Zuschauer davon auch angesprochen gefühlt. Letztes Jahr ist der ESC ja wegen Corona ausgefallen. Deswegen verfolgte man ja diesmal auch mit ganz besonderem Interesse die wissenschaftlich begleitete Studie zu Veranstaltungen in Corona-Zeiten mit Publikum. 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer waren in der Halle. Hat man denn da jetzt schon Erkenntnisse daraus ziehen können, wie es gelaufen ist? Also abschließend noch nicht, denn jetzt beginnt die eigentliche Arbeit an diesem wissenschaftlichen Experiment erst. 6 Universitäten sind daran beteiligt und erstellen jetzt von jedem Zuschauer, der in der Halle war, ein Bewegungsprofil. Das heißt, von jedem Zuschauer wird man hinterher wissen, wann er sich wo befunden hat, wann hat er sich vielleicht ein Getränk gekauft, wann ist er zur Toilette gegangen. Alle wurden genau überwacht mittels einer App mobil und auch von 17 Kameras, die in der Halle waren und die nicht auf die Bühne gerichtet waren, sondern auf die Zuschauer, um genau diese Bewegungsprofile zu erstellen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen passieren, um dann eben rauszufinden, kann man solche Veranstaltungen ohne Abstand wieder guten Gewissens anbieten. Das ist ja vor allem hier auch ein Testlauf mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft. Vielen Dank, Gudrun Engel, auch für die ganzen letzten Tage nach Rotterdam.